Hallo zusammen, mein Name ist Thomas Fuhrmann. Ich bin Bürgermeister für Wirtschaft, Finanzen und Beteiligung der Landeshauptstadt Stuttgart. Team Tomorrow trifft spannende Persönlichkeiten aus der Politik und dem Stadtgeschehen. Diese Menschen prägen die Demokratie und unsere Gesellschaft. Wir interviewen sie für euch, damit ihr sie und ihre Welt besser kennenlernen könnt. Wirtschaft, Finanzen und Beteiligungen. Welche Bereiche fallen da denn alle so darunter? Also, der größte Bereich ist sicherlich Finanzen. Das ist die Haushalt der Landeshauptstadt Stuttgart mit meiner Stadtkämmerei. Beteiligungen, das ist nicht nur der größte Bereich, das sind alle Gesellschaften, an denen die Stadt Stuttgart beteiligt sind. Das sind die Stadtwerke, die SSB, das Klinikum als größte Beteiligung und aber auch kleinere Beteiligungen, wie zum Beispiel der Hafen oder die Stadion KG. Und natürlich Beteiligungen, an denen wir mit dem Land zusammen beteiligt sind. Das ist zum Beispiel die Landesmesse mit 50% oder auch im Flughafen mit 35% noch beteiligt. Ja. Das sind so die Bereiche. Was sind deine drei wichtigsten Aufgaben? Die eben genannten. Ja. Nein, also ich glaube, die wichtigste Aufgabe ist wirklich Finanzen, weil letztendlich, es ist auch ein Querschnittsreferat, wir sind ja ohne eine solide Finanzplanung, kann natürlich auch eine Stadt Stuttgart ihre Aufgaben nicht erfüllen. Wir haben ja viele Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen, aber auch unglaublich viel freiwillige Aufgaben, wo die Stadt ja auch sehr stark unterwegs ist. Wir uns natürlich auch vieles leisten können, was sich andere Städte nicht leisten können, gerade im freiwilligen Bereich. Ich glaube, das ist so der allerwichtigste Bereich. Aber auch das Thema Beteiligungen ist wichtig, weil natürlich auch unsere Gesellschaften funktionieren müssen. Also auch der ÖPNV muss funktionieren oder Stadtwerke müssen funktionieren. Das Klinikum muss funktionieren, hat jetzt auch in der Corona-Krise hervorragend funktioniert. Aber auch das andere Thema Wirtschaft ist enorm wichtig, weil ich sag mal, der ganze Wohlstand, den wir uns vielleicht auch noch leisten können, der resultiert natürlich aus einer starken Wirtschaft heraus. Ja. Also insofern passt es alles, ist alles drei gleichsam wichtig. Auf welchen Termin oder auf welche Aufgabe freust du dich gern und machst du gerne und was nervt dich so richtig? Also eigentlich freue ich mich ehrlich gesagt wirklich auf jeden Tag und auf jeden Termin, der an diesem Tag stattfindet, weil mir der Job unheimlich viel Spaß macht. Es gibt aber natürlich auch Momente, wo man genervt ist. Will ich nicht sagen, dass es immer der Fall ist, aber manchmal nervt mich auch der Gemeinderat, wenn er halt vielleicht auch eine andere Position vertritt, als wir das als Verwaltung tun. Aber das ist völlig normal. Das ist Hauptsache konstruktiv. Aber manchmal ist es schon, ja. Und was ist so dein Herzensthema, wo du dich schon 3 Monate davor drauf freust oder so? Das ist auch schwierig, weil so viel Vorlauf hat man in der Regel nicht auf sich. Der Haushalt, die Haushaltsplanberatung, das ist ein Schwerpunkt. Wir beginnen quasi im Februar, dann im April finden dann sogenannte Budgetgespräche mit den Ämtern statt. Dann wird der Haushaltsplanentwurf, da sind wir jetzt gerade dabei, den zu finalisieren. Dann wird er im Gemeinderat vorgestellt. Dann gibt es Lesungen, erste, zweite, dritte Lesung, bis dann im Dezember hoffentlich dann der Plan. Also es ist ein langer Prozess, aber da freue ich mich schon immer drauf, weil es total spannend ist, da diesen Prozess mit zu begleiten. Wenn ich mich nicht verzählt habe, bist du in 15 Aufsichtsräten. Ist es so normal, dass man in so vielen Aufsichtsräten ist und was macht man da so? Also das ist nicht normal. Also das ist, glaube ich, dadurch, dass ich halt für die Beteiligungen zuständig bin, bin ich auch in den meisten Aufsichtsräten. Das ist einfach so. Kommt oft die Frage, naja, kann man dann überhaupt noch die Tätigkeit richtig ausüben? Ich sage ja, weil ich ja ohnehin zuständig bin. Das heißt, ich muss sowieso die Wirtschaftsplangespräche mit begleiten, ich muss die Jahresabschlüsse mit begleiten und die Inhalte. Insofern, ja, es ist viel. Ich bin auch in den meisten Aufsichtsräten dann auch Aufsichtsratsvorsitzender. Aber letztendlich, dadurch, dass ich ja ohnehin mich mit den einzelnen Themen beschäftigen muss, ist das jetzt auch kein Problem. Du warst ja von 2014 bis 2019 im Gemeinderat. Wie ist es jetzt auf der anderen Seite quasi zu arbeiten?
ich war ja nicht nur 5 Jahre im Gemeinderat, ich war 20 Jahre Bezirksbeirat in Mühlhausen, da wo ich herkomme. Also 25 Jahre Kommunalpolitik. Ist natürlich was völlig anderes. Natürlich vertritt man jetzt mehr auch die Interessen der Verwaltung, die natürlich dann auch mit anderen Referaten abgestimmt werden müsste. Das ist völlig klar. Auf der anderen Seite, was ich wirklich sehr schätze, ist auch eine gute und konstruktive Zusammenarbeit auch mit dem Gemeinderat. Und ich spüre auch vom Gemeinderat da wirklich auch das Wohlwollen bestimmter Projekte, natürlich auch Kritik, das ist auch völlig normal. Aber insgesamt muss ich sagen, ist es eigentlich ein gutes Doing. Und insofern hat man jetzt die Seiten gewechselt. Ja, das ist richtig. Man vertritt natürlich auch die Interessen der Stadt. Aber auch die Gemeinderäte vertreten ja die Interessen der Stadt, weil sie ja auch Organ dieser Gemeinde sind. Also insofern ist es jetzt ein Wechsel, aber auch kein dramatischer. Du hast ja gerade schon von Beteiligungen erzählt. Was genau ist es? Das sind Gesellschaften. Also wie gesagt, zum Beispiel die Stadtwerke als GmbH, die SSB als AG, das sind unterschiedliche Rechtsformen. Das Klinikum Stuttgart ist zum Beispiel eine gemeinnützige Anstalt des öffentlichen Rechts. Wir haben die Stadion KG, das ist auch sehr interessant, da ist auch der VfB natürlich mit beteiligt, weil wir die Eigentümer des Stadions sind, die in Stuttgart Veranstaltungsgesellschaft, ja, große Themen, auch für die Jugend natürlich sehr interessant, der Wasen, ja, also Volksfest, Frühlingsfest, kann leider jetzt gerade nicht stattfinden, aber wo wir hoffen natürlich, dass es wieder stattfindet. Die SSB, habe ich gesagt, oder der Hafen. Viele wissen in Stuttgart gar nicht, dass wir eine Hafen GmbH haben. Ja, aber das ist eine tolle Gesellschaft, eine kleinere, aber auch eine sehr wichtige. Das sind die Gesellschaften, die im Prinzip Aufgaben übernehmen, die auch städtisch sind, aber einfach nicht innerhalb der Kernverwaltung ausgeübt werden, sondern eben außerhalb in Form einer GmbH oder einer anderen Rechtsform. Und was genau macht das Liegenschaftsamt? Liegenschaftsamt verwaltet alle städtischen Liegenschaften. Also die Stadt Stuttgart hat ja sehr viel Eigentum an Liegenschaften. Nach dem Gemeinderat noch zu wenig. Deswegen haben wir jetzt kürzlich eine bodenpolitische Grundsatzvorlage erstellt, dass eben die Stadt noch mehr in die aktive Bodenpolitik eintreten soll, noch mehr Grundstücke auch aufkaufen. Wichtige Grundstücke, auch städtebaulich relevante Grundstücke. Wenn man sagt, ich will irgendwann mal eine Fläche entwickeln, innen oder außen, dann ist es immer von Vorteil, wenn die Stadt möglichst viele Grundstücke auch im Eigentum hat, weil sie dann natürlich auch viel mehr Möglichkeiten hat, diese Flächen dann auch wirtschaftlich darzustellen oder auch entsprechend hohe Sozialwohnquote von Sozialwohnungen dort zu schaffen. Das geht eben nur, wenn man auch im Eigentum dieser Flächen sind. Die verwalten die aber auch andere, wie zum Beispiel die Kitas oder Schulgebäude, alle Grundstücke und Gebäude, die halt im Eigentum der Stadt sind. Das macht unser Liegenschaftsamt. Darfst du eigentlich alleine so Sachen an- oder verkaufen oder muss da immer der Gemeinderat erstmal zustimmen? Hängt natürlich auch ein Stück weit immer von den Grenzen ab. Da gibt es eine Hauptsatzung, die regelt im Prinzip, in welchem Bereich wir als Verwaltung zuständig sind. Ich glaube, 520.000 Euro sind es momentan. Und ansonsten ist der Gemeinderat dafür verantwortlich. Ja. Wir machen die entsprechenden Vorlagen für den Gemeinderat und der entscheidet dann letztendlich, ob wir Grundstücke kaufen, aber auch natürlich verkaufen. Also verkaufen tun wir zum Beispiel auch viel an unsere eigene, auch noch eine Beteiligung, die habe ich vorher gar nicht erwähnt, die SWSG, die Städtebaugesellschaft, die natürlich auch Grundstücke der Stadt übernehmen, um eben dort dann wieder Wohnungen zu errichten. Aber Gemeinderat wird beteiligt. Welche Aufgaben hat denn die Stadtkämmerei? Kämmerei macht den Haushalt. Ja. Also nicht nur Haushalt, die Kernaufgabe Finanzverwaltung. Sie ist aber zum Beispiel auch verantwortlich für die Geldanlagen. Also die Stadt hat ja schon auch ein sehr hohes Polster an Finanzmitteln, die zum Teil auch schon mit Projekten hinterlegt sind, zum großen Teil natürlich auch, wenn ich bloß an die Opernsanierung denke oder das Klinikum baut gerade komplett neu, da müssen Gelder zurückgelegt werden, also Rücklagen gebildet werden, die müssen aber angelegt werden. Also das macht zum Beispiel auch die Kämmerei und die Kämmerei macht auch die ganze Beteiligungsverwaltung. Das heißt, sie kümmern sich im Prinzip im Vorfeld, schauen sich die Gesellschaften an, machen die Jahresabschlüsse mit, begleiten die, machen die Wirtschaftspläne. Und das sind so die Kernaufgaben der Stadtkämmerei. Erklären Sie doch mal, was der Doppelhaushalt ist und wie viel Sie da gerade zu tun haben.
Doppelhaushalt heißt, wir stellen, ich habe ja vorher den dargestellt, wie wir den Haushaltsplan aufstellen. Doppelhaushalt bedeutet, dass wir ihn für 2 Jahre aufstellen, also für die Jahre 22, 23. Das macht es natürlich auch schwierig, weil man muss natürlich auch planen, bis ins Jahr 23 hinein, welche Ausgaben, Einnahmen, momentan sehr volatil. Gewerbesteuererträge wissen wir nicht, wie die sich weiterentwickeln. Gehen sie rauf, gehen sie runter? Das ist alles momentan sehr schwierig und das halt auf 2 Jahre hochgerechnet, deswegen Doppelhaushalt, ja. Und um welche Summen geht es da so grob? Ja, also wir haben insgesamt Bilanzvolumen bei der Stadt von über 10 Milliarden Euro. Doppelhaushalt ist schon mal 3,5 Milliarden Euro pro Jahr, die da umgelegt werden, festgelegt werden. Das ist, ja, das ist schon eine große Summe. Aber letztendlich, ja, wenn es dann um Spielräume geht, wie man dann nachher gerade die freiwilligen Aufgaben, ist es schon relativ klein, weil der größte Brocken ist einfach zum Beispiel Personal oder eben Pflichtaufgaben, die erfüllt werden müssen. Da geht dann der größte Teil des Geldes auch wieder drauf. Die Stadt besitzt ja ein Weingut. Wird hier bei Festen dann auch öfters der eigene Wein getrunken oder warum besitzt Stuttgart ein Weingut? Ist Tradition, glaube ich, ja. Also gehört übrigens auch zu mir, zum Liegenschaftsamt. Nein, das Weingut, ja, wir trinken auch bei hier Anlässen den städtischen Wein. Das wäre ja wär fatal, wenn man das nicht tun würde. Ja, das ist ein Zeichen. Nein, die machen auch ganz ordentlichen Wein. Und ich halte es aber auch für richtig, dass die Stadt Stuttgart ein Weingut unterhält. Also einfach, weil das Teil der Kultur Stuttgarts ist, die Steillagen, die zahlreichen Weinbauern, die es ja in Stuttgart gibt, da will man jetzt auch nicht Konkurrenz sein, sondern will ein bisschen mithelfen. Und was das Weingut auch macht, teilweise werden ja, wenn Weingüter zum Beispiel städtische Flächen wieder zurückgeben, die Pachtverhältnisse lösen, müssen die ja weiterhin gepflegt werden, ja, oder bewirtschaftet werden. Und das macht dann auch wiederum das Weingut. Also die tragen letztendlich nicht nur dazu bei, Wein herzustellen, zu produzieren und zu verkaufen, sondern sie machen einen Teil auch Kultur und Landschaftspflege. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe, die auch übernehmen. Ja, dann kommen wir zur Abschlussfrage. Wenn du jetzt einen Wunsch frei hättest, wenn sich innerhalb Sekunde eine Sache ändern würdest, was würdest du dir wünschen? Jetzt hatte ich ja lange Zeit, mir eine Antwort auf diese Frage zu überlegen. Fällt mir ehrlich gesagt extrem schwer. Ich würde mir wünschen, dass es so bleibt, wie es momentan ist. Ich würde mir wünschen, bei einer Veränderung, wenn ich das noch sagen darf, dass wir vielleicht aus der Pandemie schnellstmöglich rauskommen, wieder eine gewisse Normalität einfach eintritt. Ich glaube, da freuen wir uns alle drauf, wenn das mal wieder kommen würde. Das wäre wahrscheinlich der einzige Wunsch, den ich momentan hätte. Ja, dann vielen, vielen Dank dir für das Interview. Gerne. Ich bin übrigens Sophia vom Team Tomorrow und wir haben schon einige Interviews mit BürgermeisterInnen der Stadt Stuttgart geführt. Die findet ihr auf unserem YouTube-Kanal. Danke fürs Zuschauen!